Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Unlimited Cruise 1 mit mir, Dragonios, und Jesse666. Hallo! Ganz genau, hallo. Nebenbei, ich finde es sehr unhöflich von dir, dass du mit deinem Charakter deine Zuschauer nicht anschaust. Oh, tut mir leid. Leute haben jetzt nur Ruffys Hinterkopf die ganze Zeit gesehen, während du sie begrüßt hast. Ja, das tut mir leid. Warte. Eisberginsel, hau ab. So. Okay, Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ach, egal. So, wir sind auf... Besser. Danke, das freut mich. Wir müssen jetzt goldene Früchte holen oder generell goldene Komponenten. Mhm. Dementsprechend gehen wir einfach jetzt die ganze Zeit hier auf und ab, schauen nach, ob hier, ja, genau, ein goldener Pinguin ist. Mhm. Wow, nicht so schnell da, Ruffy. Zack. Gefangen. In den Teilen habe ich langsam Übung, muss ich sagen. Ja, nimmst du dann noch ein paar goldene Früchte mit, einfach nur um die Goldkomponente gut aufzufüllen. So, wir brauchen 7 insgesamt, also wir müssen die Goldkomponente voll kriegen. Hier sehe ich schon eine goldene Frucht mindestens. Perfekt. Und 2 sogar. 2, ja, geil. Gleich ist und. Na, wobei, wenn hier schon 2 sind, glaube ich, kannst du den Weg nach unten sparen. Würde ich nicht sagen. Na dann, geh runter und dann schauen wir, ob da noch eine goldene Frucht ist. So, mal ganz kurz die Kanone noch ein bisschen machen. Mhm. Oh. Sehr gut erwischt. So, ich wollte ja noch erklären, warum du das zumindest da oben noch den zweiten optionalen Boss freischalten möchtest. Den Zuschauern wolltest du das erklären. Genau. Denn sobald man da zum zweiten optionalen Boss kann, ist da noch ein Gebiet, wo man sich da hochschießen kann. Direkt beim zweiten optionalen Boss. Siehst du, hier unten ist nichts. Ja, du hast recht. Du kannst dann direkt zum Gebiet da oben vom zweiten optionalen Boss hinschießen. Mhm. Und das ist ein ziemlich guter Ort, um Goldkomponenten zu sammeln. Du kannst nämlich, wie du schon in der letzten Folge da an der einen Stelle, wo du die Mammutkröte und das gefrorene Fleisch geholt hast, ganz schnell hin. Okay. Dort ist er mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ja auch der eine Vogel, den du da bekommen hast. Okay. Und im Gebiet selbst, wo da der zweite Boss ist, gibt es noch, ich glaube, 3 oder 4 Goldbäume. Okay. Oder wo halt Goldfried sein könnte. Und es gibt eine Rutsche, die dich genau dort runterbringt, wo du gerade eben unten warst, wo du angeln kannst. Ah. Du kommst dort raus, hast dort nochmal die Bäume, kommst da hoch, hast dort nochmal die Bäume, kommst aus dem Gebiet raus und hast links dann eventuell oder rechts hoch den Berg hoch nochmal eine Goldkomponente vor dem Vogel. Das ist cool. Sprich, läufst da einmal durch, kannst dir auch Mammutkröten und gefrorenes Fleisch holen, um eventuell da noch das Seekönigengericht zu machen. Und halt ganz viel Goldkomponente. Das heißt, wir gehen, auf jeden Fall müssen wir in dieser Folge schaffen, dass wir den Weg bis zum zweiten Boss schaffen. Ob wir den zweiten Boss auch noch machen, das werden wir sehen, wie viel Zeit wir noch haben. Auf jeden Fall. Ja, du hast schon 4 Komponenten voll, ne? 4 von 7, das stimmt. Wenn du jetzt noch ein Ei und 3 Früchte findest, dann hast du es voll. Gucken wir einfach mal. Hier ist keiner. Also den Berg hoch. Richtig. Ganz genau. So. Kannst du nebenbei noch versuchen mit der Sprintattacke vielleicht noch. Ja, ich bin lieber vorsichtig. Ja, kommt mal her. Oh Gott. Er ist noch da. So, komm her. Nicht Bomben werfen. Herkommen. Herkommen, habe ich gesagt. Ich mache lieber einen Moonwalk nach hinten. Ich bin so froh, dass der Vogel nicht wegläuft, wenn die laufen in seiner Nähe. Jetzt kommt her! Ich glaube, die können nicht weiter. Dann halt so. Ich zeige euch, wie ihr weiter wegkommt. Und zwar, indem ich euch wegschlage. Kannst ja auch die 3er-Attacke mal... Au, au. Mit Aufladung mal machen. Warte mal ganz kurz. Ja. Da wieder nicht. Jetzt. Oh, okay. Oder so, kannst du auch aufladen. Das war jetzt nicht gewollt. Aber okay, egal. Wir holen uns jetzt auf jeden Fall diesen Vogel. Was hast du gesagt? Ein Ei. Und 3 Früchte sollten eigentlich reichen. Oh, langsam, Ruffy. Zack, okay. Yosha! So, fliegender Pinguin. Bam, ein goldenes Ei gehalten. Und hier kommen gleich wieder ein paar Gegner. Oder auch nicht.
Doch, das ist sie. Du musst relativ nah dann diesen Gang entlang laufen, damit die da spawnen. Nö, ja, es ist so gut. Die oben von der Decke runterspringen. So, dann hoffen wir mal, dass wir genug Früchte hier haben. Das ist schon mal null. Aber ziemlich schlecht aus. Hoffen wir, dass unten genug sind. Das bezweifle ich. 3 Stück? Glaube ich nicht. Nee. Du könntest dich aber schon mal risikohalb dann gleich schon mal hochschießen, wenn du hier unten vielleicht 1 oder 2 findest. Und dann darauf tendieren, dass du einfach da oben, wo du die einsetzen musst, die restlichen noch findest. Du meinst das Ei, ne? Zum einen das Ei und zum anderen vielleicht nochmal eine... Wow, keine einzige. Ja, die sind heute geizig. Kommt mal her. So. Hat's wieder so ein bisschen ein paar Punkte in die Canon gegeben. Mhm. Auf. So. Weiter, 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 immer weiter. Du könntest ja trotzdem drauf tendieren, dass du da oben... Was zur Hölle? Dass du da oben genug Goldkomponente bekommst. Nee, glaube ich nicht. Ich kenne mein Glück, das mache ich lieber nicht. Oh, sprinte doch bitte, Ruffy. So, dankeschön. Genau das wollte ich. Mhm. Gut. Aus dem Weg, ihr... 3 hässlichen Entlein. So, das heißt jetzt, wir brauchen jetzt noch mindestens 2 Früchte und ein Ei. Jo. Okay, schauen wir einfach mal, ob wir das kriegen. Oder 3 Früchte. Oder 3 Früchte. Aber ich glaube, das Ei ist fast mir immer hier sicher. Ja, es ist auf jeden Fall ein bisschen leichter zu bekommen. Es ist nicht so glücksabhängig. Genau. Es ist mehr skillabhängig dann. So, dann schauen wir doch einfach mal. Geht weg. Weil ich glaube, es ist nur sehr selten, dass der Vogel weder hier unten noch da weiter oben ist. Also hier ist er nicht. Das heißt... Wieder den ganzen Weg nach oben. Erstmal kennen, ein bisschen noch skillen. Mhm. Passt. Noch ein Stück weiter nach oben. Und jetzt... Dann lauf einfach direkt hinter die Dinger und klopf sie von dort aus direkt runter. Naja, hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. So, weg mit dir. So. Mann! Das ist voll dumm. Die wollen aber auch nicht von der Attacke besiegt werden, ne? Ja. Das lade ich schon extra auf. So. Zack. 3, 2, 1, meins. Fliegender Pinguin, 113 cm. Und ein goldenes Ei. Warte mal, den Schnee rette ich nicht noch mit. Und zwar, weil... ich's kann. Mann. So. Jo, das kannst du gut. Ja, schon, ne? Ich bin auch stolz auf mich. So, kommt her, ihr hässlichen Viecher. Auch Piraten genannt. So, Gungum-Kanone Level 4. Das heißt, ein Level noch, dann hast du eine Spezialattacke. Ja, dann haben wir alles auf Level 5. Geil, ne? Ja, und wenn du dann noch deine Spezialattacke auf 5 machst, hast du auch noch deine zweite Spezialattacke. Oh, ja, blah. Okay. Dann zurück. Und hier erstmal alles sein lassen. Jetzt komm, 2 Früchte werden doch hier wohl sein, irgendwo. Hier nichts, hier nichts. Doch zum Kotzen. So. Die 2 Früchte. Ja, Wahnsinn. Au, okay, ich habe den falschen Stufe übersprungen. Mhm. Kann ich hier eigentlich... Nein, ich wollte gerade versuchen, ob es geht, dass ich da schneller... Mein Gott! Wow. Wie geizig die Leute sind. Ich würde trotzdem jetzt schon mal da hochgehen. Da hast du ja auch gute Chancen, da einen Vogel zu kriegen. Sicher. Ja. Und dann fange ich ihn nicht, Wettner? Dann würde ich lachen. Du lachst immer, wenn ich versage. Ist dir das schon mal aufgefallen? Das ist gesunde Schadenfreude. So, warte. Das wäre ein Mensch ohne Schadenfreude. Ja, langweilig.
Eben. Bam! So, schön. Ja dann, wenn Jan sagt, ich soll zurück, dann mache ich das doch mal. Gut erwischt. Ja. Obwohl ich kaum SP habe, ne? So, jetzt war noch genug, um nochmal kurz loszusprinten. Ja, das stimmt, aber das habe ich dann doch nicht mehr probiert. So, Jan sagt, ich soll mich nach oben schießen. Das wird spannend. Wahrscheinlich ist der Vogel jetzt genau da, wo lauter Gegner sind und ich null Chancen habe, ihn zu fangen. Das wäre ziemlich unglücklich. So minimal, ne? So, uninteressant. Ihr seid wesentlich interessanter. So, weg. Ihr schießt nicht auf mich. Definitiv nicht. Und weiter. Und gleich die nächsten Kanonieren hier oben. Bam! Komm, einmal machen wir noch. Boah, sind auch noch gut auf einem Fleck. Ja, macht auch Spaß. Du kriegst echt eine Menge Schläge mit rein. Das dürfte jetzt ja mittlerweile schon gelevelt sein, denke ich ja schon fast. Schauen wir mal ganz kurz. Außer die gegen die Schilder zählen nicht. Ne, doch, das ist halt die Hälfte. Ja, das ist gut. Sparen wir uns Arbeit im Stream. So. Ja, aber wir müssen die Spezialattacke ja auch noch trainieren. Aber das können wir Gott sei Dank gut in der dritten Insel machen. Vierten Insel, sorry. Es gibt ein Höhlensystem dort. Ja, das ist relativ easy damit. Warum laufen die eigentlich weg? Um sie zu verwandeln. Ja, trotzdem. Die sind schüchtern, die wollen sich nicht in deiner Nähe verwandeln. Ach so, umziehen und so, oder? Mhm. Okay, das Verwandeln für sie quasi umziehen und du guckst ihm dabei zu. Ja, vielleicht waren es lauter Weibchen, weißt du? Kann ich schon verstehen. Die dann zwischendurch noch eine Geschlechtsumwandlung machen. Zum männlichen Soldaten. Ja, genau. Hier war das, ne? Natürlich ist jetzt kein Pinguin da. Danke, Jan. Danke. Danke, dass du mir so gute Ratschläge gibst. Was kann ich dafür, wenn das Spiel voll gegen dich ist? Na, vielleicht haben wir hier zwei Früchte. Hier haben wir schon mal eine. Ich sehe schon kommen, dass dir jetzt genau gleich eine Frucht fehlt, ne? War im unteren Baum eine? Nein. Sicher? Ja. Verdammt. Siehst du? Keine Frucht. Aber du kannst zweimal Fleisch holen. Das stimmt. Das ist schon mal gut. Auch was Seltenes. Boah, ey, ohne Witz, die nerven mich gerade. So, kommt her. Oh, cool. Gut gemacht. Hat es getroffen. Ja, hallo, könnt ihr mal... So, weg mit euch. Weg mit euch. Vielleicht hast du eine Spezialattacke. Ja, hätte ich jetzt auch nichts dagegen, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Wow. So, den habe ich gut getroffen. Mhm. Ne, dammit. Dammit. Wieder mal, wenn man den durchläufst. So. Ja, der hat der überhaupt gerade was abgekommen? Ich habe keine Ahnung. Es hat jetzt auch so ausgeschaut, als ob er nichts an Schaden gekriegt hätte. Meine Herren! Dann springen die hoch und weichen die aus. So, jetzt der aber. Anvisieren ist vielleicht auch nicht schlecht. Mhm. Bam! Okay. Wunderbar! So, erstmal jetzt kannst du das ganze Teil hier mitnehmen. Die Mammutkröte holen. Vielleicht hast du ja zufällig irgendetwas im Inventar, was dir noch ein bisschen Goldkomponente geben kann. Ja, die Seekönigin-Flosse. Die möchte ich aber nicht hernehmen, ganz ehrlich. Wieso denn nicht? Weil es eine Seekönigin-Flosse ist. So, schauen wir mal. Wenn du irgendwas hast. Füttern. Hey, nicht ganz. So, hey, nicht ganz. Irgendwas anderes? Irgendwas wird dir wohl Gold geben. Ah, nicht mal, die gibt mir nicht mal was. Ja. Ich hätte was.
Das möchte ich aber auch nicht verschwenden. Das Spiel ist echt gut darin, dich zu ärgern, ne? Ich hab schon sowas geahnt. Und wetten, ich rutsche jetzt runter und da ist dann die letzte Frucht oder so. Da sind wahrscheinlich mehrere Früchte rumliegen. Wahrscheinlich so 5 oder sowas. Mhm. Wobei der Schmetterling da draußen ist. Ja. Der könnte, glaube ich, auch vielleicht auf Gold. Wobei, ich glaube, der gibt nicht genug auf Gold. Bei wie vielen Minuten sind wir eigentlich mittlerweile? 15. Dann lauf schnell runter. Aber wir sind fast durch. Warte, wir machen einfach die längere Folge. Wir machen das heute noch fertig. Aber ich möchte jetzt noch ganz kurz meine Spezialattacke kriegen. Wow, okay, das war gut. Mhm. Bam! Okay, hat nicht ganz gereicht für die Spezialattacke. Ja, bei den nächsten Gegnern. Ja. So. Wir spawnen ja gleich. Wunderbar. Es läuft ja schon fast gut. Ja, genau. Einen Schlag habe ich gebraucht. Sturm. So. Dann zeigen wir mal, wie das ausschaut. Komm, komm, komm. So schaut das Ganze aus. Hast du mit zwar nur zwei Gegner getroffen, aber dann hast du mir noch ein Dialfragment bekommen. Gibt es eigentlich Gold? Nein, es gibt Weiß. Verdammt. Und Blau und Schwarz. Verdammt. Oh, oh, oh. Ich sehe es. Ich bin ganz vorsichtig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und, yes! Und jetzt gib ein Ei. Jetzt gib ein Ei her. Yes! Oh. Ja. Nein! Du hast die Bomben und den Maulwurf nicht mitgenommen. Nein! Lauf einfach schnell bitte zurück. Ah, links. Ah, Scheiße! Ich glaube, oh Mann. Die Zuschauer haben schon die ganze Zeit geschrien, Alter. Du hast die Komponenten vergessen, ne? Die Materialien und wir laufen da rum. Ach, jetzt haben wir nicht Gold voll. Gold haben wir vergessen. Wunderbar! So, okay. Na dann, Lager. Hast du auf Lager? Habe ich nicht, aber ich kann mir welche herstellen. Gut, dann mach mal Schießpulver. Gut, dass du noch die explosiven Steinfragmente mitgenommen hast. Ja. Das ist echt nicht schlecht. So, Entwicklung. Bomben. Zack. Ja. Mann. Ja, damit. So, jetzt noch ein Maulwurf. Einen, der reicht. So. Und dann geht's jetzt weiter. Wieder hochschießen. Ist das nicht schön? Mhm. Fail Episode 1. Also den Boss machen wir erst nach dem Stream. Habe ich jetzt mal spontan beschlossen, denn wir haben eigentlich nur noch grob 1 Minute und 20 Sekunden Zeit. Sprich, wir gehen hin, machen das auf. Besiegen dann nochmal die paar Gegner und hauen wieder ab. Genau. So in etwa. Gut. Komm mal her. Musste noch sein, ne? Ja, ja, klar. Gum-Gum Level 2. So. Und wahrscheinlich, ich würde mal sagen, nicht mal, ja, genau. Fast schon auf Level 3, ne? Mhm. Ich mag so große Gegnergruppen. Hätte ich jetzt genug, könnte ich hier auch nochmal einsetzen. Aber wurscht. Ja, Ruffy hat immerhin genug für einen Gum-Gum-Sturm. Ja, wird sich ja irgendwann... Erhalten. Ja, natürlich, das wird sich alles nach dem Stream ziemlich ändern. Geh einfach oben her, da musst du nicht extra kaputt machen. Okay. Aber die Schneerettiche nehme ich mit. Ja. Die möchte ich haben. So, Dankeschön. Und... Dann
laufen wir einfach mal weiter. Hoffentlich haben wir noch genug Kuwagatas. Ich habe jetzt die letzten Male keine mehr mitgenommen. Da oben ist keine Stelle für Kuwagata. Ja, aber da unten war eine. Und ich schieße mir ja trotzdem immer zurück. Ich gehe ja über die Rutsche immer nach unten. Aber wenn du sagst, wir kommen jetzt eh vor der Sunny eigentlich raus. Mehr oder weniger. Ist ja kein Thema dann. So! Hey, wir können endlich was machen. Ah, schön. Ja, aktivieren. Endlich. Frankie aktiviert. Irgendwas. Überlegen. Frankie. Irgendwas mit F natürlich dann. Ja. Ich kann auch schon überlegen, was man mit F sagen kann. Fabriziert. Das ist schon mal gut. Fabriziert. Funktionelle. Funktionswege. Funktionswege, genau. Frankie. Frankie fabriziert Funktionswege. Funktionelle Funktionswege. Das ist viel zu lang. Aktimell aktiviert. Abwehrkräfte. Von war daher, das nur Abwehrkräfte? Frankie fabriziert Funktionswege. Okay. Na dann. So, komm mal her. Bam. Nimm noch ein paar SP sammeln, ne? So, die nehme ich mit. Das könnte ja sogar schon fast wieder für einen Sturm reichen. Natürlich reicht es für einen Sturm. Ich möchte die aber zusammenbekommen. Ich möchte nur alle so ziemlich nah noch rankriegen. Na, ich glaube, die wollen nicht so ganz, wie ich will. Ja, so glaube ich ganz gut. Ja, alle so ein bisschen getroffen. Ja. Von daher, passt schon. Ja, fehlen nur noch 2 Level für den Gungumsturm. Oh, stimmt, da spawnen ja neue. So, weg mit dir. Und zack. Das spawnen immer weiter neue. Nein, nicht immer weiter. Aber eine Weile lang. Au. So, kommt mal her. Au. Hör auf. So. Wir lassen aber auch echt keine Ruhe. Ja, das merke ich. Ja, ich glaube. Reicht das? Nee, leider nicht. Leider nicht. Schade. So, einmal die Axt getroffen, das ist schon mal gut. Mhm. Jetzt muss man die Sprungattacke treffen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. So, komm her. Wow. Blau. Da, der hat's gut abbekommen, ja. So, kommt mal her. Ihr zwei. Ja, für 2 Gegner, ne? Leicht übermächtig. Überlebt. Ja, aber nicht mehr lange. Er hat immer noch überlebt. Und was zum... Der lebt so, aber echt lange. Nein, was zur Hölle? Wie kam der jetzt dahin? Hast du das jetzt auch so gesehen wie ich? Wo auch immer der gerade herkam. Schon seltsam, ne? Karte 2, Fragment 4. Mein Gott, dass jetzt immer so einer nach dem anderen kommen muss. Mhm. Wahrscheinlich keine mehr zu spawnen, oder? Doch, schon wieder einer. Da war noch einer. Komm her. Bam. Bisschen. Nochmal SP. Mehr magischen Steine. Ups, verdammt. Sehr gut. Das war etwas daneben. Bisschen. Kein Thema, brauchen wir nicht. So, stirb! Ja! Jetzt kannst du jederzeit hier oben hinschießen. Hahaha, glaubt ihr doch diesen Mechagy-Roboter wirklich, dass sie mich schlagen kann? So, und jetzt gut, dann können wir jetzt mal... Hier sind noch ein paar Goldbäume, die keinerlei Goldfrüchte tragen natürlich. Und wenn du jetzt einfach da weiter nach rechts gehst... Wo? Da über das Gras weiter entlang. Okay. Also sprich hier. Jo. Dass wir hier Grasflächen haben, finde ich eh voll verwunderlich. Was ist denn da? Wir nehmen bei noch ein Goldei. Oh, das nehme ich mit. Einmalig. Das nehme ich mit. Und links beim Schnee kannst du die Rutsche runter. Hier? Nee. Wo ist... Ah, hier. Vorne. Dann rutsch nach unten, mein Freund.
Eine sehr, sehr lange Rutsche. Und wieder ganz unten. Wo war da jetzt Mammutfleisch? Also so Mammutkröten? Auf der anderen Seite, da wo du es vorher geholt hast. Ah, okay. Das ist das Eichstergebiet, wo du die Mammutkröte und das Fleisch bekommen hast. Okay. Du kannst halt jederzeit immer da kurz rauslaufen, dorthin gehen, die Sachen holen, wieder rein und dann dort Goldfrüchte, hier unten Goldfrüchte, hier oben Goldfrüchte. Was nichts da ist, verstehst du? Keine einzige. Da ist eine. Das ist aber trotzdem echt krass. Da hinten ist noch eine. Okay, sehr schön. Immerhin zwei. Immerhin zwei. Wenn du Glück hast, kannst du sogar, glaube ich, bis zu 4 oder 5 bekommen. Wenn ich Glück habe, ne? Plus Chance auf 2-mal goldenes Ei. So wie das hier? Mhm. So, perfekt. Du hast jetzt schon wieder, glaube ich, 3 Goldkomponenten voll. Ja, ungefähr. Einfach nur auf dem Rückweg. Na, wobei, ich weiß nicht, ob es 3 sind oder nur 2. Es sind 3 insgesamt, weil ich hier 2 goldene Eier habe, richtig. Mhm. Perfekt. So, und da kannst du jetzt beim nächsten Mal, beim Streamen ganz oft hingehen und zumindest die Goldkomponenten ganz viele holen, dass du quasi für den 3. und den 4. direkt schon mal genug hast. Richtig. Das wäre schon mal echt praktisch. Dann müssen wir nicht die ganze Goldkomponenten farmen. Mhm. So, ja, Leute. Etwas längere Folge heute. Dankeschön fürs Zuschauen, die ganze Zeit dabei sind. Dafür schaut jetzt Ruffy die ganze Zeit in die Kamera beim Ende, ne? Dann ist es nicht ganz so unhöflich. Genau. Dankeschön, wie gesagt, fürs Zuschauen. Und wenn euch die Videos gefallen haben, könnt ihr sie belohnen, könnt ihr uns belohnen, indem ihr einen Daumen nach oben gebt. Und wenn euch die Videos so gut gefallen, dass ihr sagt, hey, von den Spastis wollen wir mehr sehen, dann könnt ihr jederzeit ein kleines Abo hinterlassen, falls ihr es nicht schon getan habt, natürlich. Und das würde uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen. Ich sage schon mal Dankeschön dafür und dann sehen wir uns morgen. Ja doch, morgen wieder. Bis dann. Ciao.